Hey Leute, willkommen zu meinem Video. Heute werde ich auch mal den Versuch wagen und einen Tag nur Tiefkühlessen essen. Ich habe mich mal durch die Tiefen des YouTube-Dschungels inspirieren lassen und dachte mir, das kann ich auch drehen und habe dann bestimmt auch Spaß daran. Ja, es ist nämlich so, ich muss mich einen Tag lang nur von Produkten ernähren, die man in der Tiefkühltruhe im Supermarkt findet und auch nicht in der Kühlung und auch nicht sonst wo, sondern nur aus der Tiefkühltruhe. Ich habe einiges gekauft. Ich freue mich schon sehr darauf, weil es gibt viele Produkte, die ich das erste Mal probiere und die ich eigentlich schon lange probieren wollte. Und ja, heute ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Dann holen wir mal das erste Essen raus. So Leute, um mich von meiner Goldseite zu zeigen, habe ich hier Goldstücke mitgenommen. Ich liebe diese Brötchen. Also ich kaufe diese Brötchen auch privat. Seht ihr vielleicht immer wieder. Oder gibt es hier sogar welche? Das sind hier übrigens die Kästen aus dem Action Hall zuletzt. Und hier... Genau, hier habe ich auch vom Vortag so ähnliche Brötchen gekauft. Also ihr seht, ich esse sie, aber ich hätte auch deftiger anfangen können. Das wollte ich nur mal fairerweise gesagt haben. Für 2,99 habe ich 6 Dinkelbrötchen gekauft. Das ist auch nur aus Dinkelmehl, also hier ist gar kein Weizenmehl drin, wie ich gerade sehe. Und was ich auch interessant fand, dass in einem Brötchen noch 8,4 Gramm Protein drin sind. Hätte ich niemals gedacht, dass der Proteinanteil so hoch ist. Also ich werde jetzt ein Brötchen aufbacken. Wie ihr seht, es ist noch hart. Dann schauen wir mal, wie wir das essen. Ich habe es euch gar nicht gesagt, glaube ich, aber die Backanleitung hat die 12 Minuten vorgesehen, aber ich habe es in 5 Minuten hinbekommen. Das Brötchen sieht durchaus. Ich sehe gerade, dass unten auch noch Saat drauf ist. Okay, das rechtfertigt den Preis. 3 Euro durch 6 Brötchen macht wie viel? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt muss ich das ein bisschen lecker belegen. Ich überlege gerade, ich belege das ganz einfach schnell mit körnigem Frischkäse, dann ein bisschen Eisbergsalat und diese Gurke möchte auch verwertet werden. So Leute, das ist mein super belegtes Brötchen. Um den Belag geht es nicht. Mal gucken, wie kross das Brötchen ist. Oh mein Gott, so kross habe ich es nicht erwartet. Das Brötchen ist ja wirklich mal geil, muss ich sagen. Also wenn ihr Freunde einladet zum Frühstück, dann lohnt sich der morgendliche Gang zum Bäcker gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt gut. Ich habe ein bisschen gehadert, ich war ein bisschen zu geizig und wollte diese Billo-Weizenbrötchen kaufen, aber ich bin gerade extremst happy, dass ich noch 5 weitere Brötchen habe im Tiefkühlfach, weil die wirklich geil schmecken, muss ich sagen. Hört ihr es? Ich weiß nicht, warum ich das so feiere gerade, aber es hat gerade echt gut getan. Ich hatte nämlich auch richtig Hunger schon, aber konnte halt vorher nichts essen, weil ich ja im Video heute essen werde den ganzen Tag. Deshalb hat mich dieses Brötchen echt überzeugt. Ich werde jetzt die andere Hälfte auch belegen und dann sehen wir uns beim Mittagessen. Ich kann so viel schon mal verraten. Mittagessen und Abendessen wird vegan sein. Also die Produkte habe ich so noch nie probiert. Ich habe sie im Restaurant oder so mal gegessen oder beim Takeaway oder so. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie es zu Hause zubereitet schmecken wird. So, ich habe jetzt hier, ja, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich sage einfach Osterteigtaschen. Ich muss sagen, ich mag sie sehr, aber ich habe noch nie so tiefgefrorene gegessen. Also ich hatte beim Sushi-Takeaway mal welche probiert. Die waren sehr lecker. Aber auch mit Soße und so dabei. Hier ist keine Soße dabei. Ja, ich glaube, ich werde sie einfach in der Pfanne dünsten. Also ich habe sie für 2,50 oder 2,75 oder so. Die waren im Angebot. Ich glaube, ich werde das einfach in der Pfanne zubereiten. Und wie muss man jetzt diesen ellenlangen Text lesen, wie man das zubereitet? Geil. Und zwar habe ich geschaut... Oh, ist die Pfanne schon heiß? Nein. Okay. Man muss die tief... Also wenn man die in der Pfanne machen will, muss man die tiefgefroren in Öl anbraten und dann etwas Wasser hinzugeben und dann 2-3 Minuten noch garen. Das kam mir am einfachsten vor. Ich wollte jetzt den Ofen nicht anmachen, weil ich weiß nicht, ob mein Ofen jetzt... Keine Ahnung, ich bin mit meinem Ofen auf Kriegsfuß zurzeit. Auf jeden Fall würde mich interessieren, habt ihr das schon mal gegessen? Wenn ja, hat es euch geschmeckt oder sagt ihr, das hat mit dem Original überhaupt nichts zu tun, dann würde ich das auch gerne wissen. Auf jeden Fall freue ich mich hier drauf am meisten. Und später am Abend werde ich noch ein Dessert mir gönnen. Darauf bin ich auch sehr gespannt und ich hoffe, dass es schmeckt.
So sehen die aus, fertig. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Tiefkühlessen so kompliziert sein kann bei der Zubereitung. Oder ich habe mich dumm angestellt. Das ist natürlich auch sehr wahrscheinlich. Ich habe überhaupt keine Soße, die dafür gut wäre. Keine Ahnung, deshalb nehme ich einfach Sojasauce. Ich habe noch ein bisschen Sojasauce da. Ja, Stäbchen. Wenn schon, denn schon. Ne? Und jetzt probiere ich mal. Mal gucken, wie es schmeckt. Also ich habe hier gerade schon mal abgebissen. So sieht's aus. Die Füllung schmeckt wirklich gut. Ich weiß nicht, was da immer drin ist, das mir so gut schmeckt. So ein bisschen so Porree und Karotten und so schmecke ich schon raus. Ich glaube, so eine Erdnusssoße oder so wäre da echt gut dazu gewesen, aber naja. Ihr seht, da ist schon genug Öl dran, so wie das glänzt. Ich habe so, keine Ahnung, so 1,5 Esslöffel Öl hinzugefügt beim Anbraten und das reicht vollkommen. So Leute, da sehen wir uns zum Abendessen wieder und zwar es gibt etwas Veganes. Gemüsestäbchen habe ich schon mal probiert bzw. gegessen, aber die Green Cuisine veganen Gemüsestäbchen von Iglo werde ich jetzt das erste Mal essen. Die gab es irgendwie im Angebot für 2,39 € oder 2,79 € oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. Das sieht schon sehr appetitanregend aus, finde ich, und das Grüne, das weckt in einem immer so ein, ja, keine Ahnung, als wäre das total gesund und man würde sich danach gut fühlen. Was ist hier drin? Und zwar eine Gemüsemischung aus Zuckermalz, Karotten, Erbsen, Wasser, Paniermehl, Weizenmehl und so weiter und so fort. Also jetzt nichts irgendwas Herausragendes oder irgendwas Verstörendes. Eine Portion beinhaltet 5 Gemüsestäbchen. Eine Portion hat dann 264 Kalorien, 12 Gramm Fett. Zubereiten können wir das Ganze im Backofen und in der Pfanne. Ich mache das einfach im Airfryer. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Also wie ihr seht, die Gemüsestäbchen sind noch sehr heiß. Ich habe sie auch gerade noch aus dem Airfryer geholt. Aber wie ihr seht, die fallen voll schnell in sich zusammen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder ob das einfach an meiner Zubereitungsart liegt. Sieht halt gut aus, ne? Mal gucken, wie es schmeckt. Okay, ich hoffe, ich verbrenne mich nicht. Mhm. Ganz ehrlich, das ist wie ein ganz normales Mensa-Essen. Also ich finde nichts so Besonderes daran. Das ist eine gute Alternative, eine gute vegane Alternative, eben weil es vegan ist. Finde ich es gut, aber vom Geschmack her, es ist wie Resteverwertung in der Unimensa und dann hauen sie dir das am nächsten Tag als, was weiß ich, Stick vor. Hm. Ich finde die Konsistenz doch einfach zu weich, aber so geil schmeckt es nicht, muss ich sagen. Also ich würde mir das nicht nochmal kaufen, glaube ich. Also zumindest von dieser Marke nicht. Eine andere Marke würde ich immer noch probieren. Aber mit viel Hunger schmeckt doch alles, oder? Umso mehr freue ich mich jetzt auf meinen Nachtisch. Was kann wohl aus dem Gefrierfach lecker sein, süß sein und ein Dessert sein? Da ich ausnahmsweise eben bei Penny einkaufen musste, ist hier diese Eigenmarke Rios. Es ist sozusagen eine günstige Alternative zu dem High-Protein-Eis von Ehrmann in einer günstigeren Variante. Ich glaube, ich habe dafür 2,95 oder 2,99 oder so bezahlt. Und wenn ihr den ganzen Becher essen würdet, dann wären das 390 Kalorien ungefähr. Ja, und 27 Gramm Protein. Das ist auch immer geil, dass sie den Proteingehalt für den ganzen Becher fett aufdrücken. Und dann hier aber als Portion irgendwie, keine Ahnung, 2 Esslöffel oder 2 Teelöffel irgendwie angeben. Ich finde beim Protein, das ist auch immer so ein bisschen nachteilig. An den Rändern schmilzt das sehr schnell und der Kern innen drin bleibt sehr lange fest. Ich habe viele Eiskristalle im Mund, aber ich habe das auch bei dem anderen, bei der anderen Version, aber nicht so krass. Ah, Schokoladensoße soll ja auch noch mit dabei sein, aber ich finde einfach keine Schokoladensoße. Wo ist die denn? Ey Leute, hier ist einfach keine Soße. Guck doch mal, wo soll denn die Soße sein? Als Eisliebhaber muss ich sagen, es ist wirklich kein Vergleich zu normalem Eis. Wenn man auf die Nährwerte achten möchte, dann ist es halt eine Alternative, dann macht man halt am Geschmack ein paar Abstriche oder an der Konsistenz und dann zieht man sich trotzdem Eis rein beim Fernsehen. Es ist okay, aber man merkt schon, dass es einfach eine kalorienarme Alternative ist, wo einfach ja an Zutaten gespart wurde. Also diese Eiskristalle fühlt man auf der Zunge und der Geschmack ist auch recht spärlich. Ich glaube, diese Kopie
oder No-Name-Alternative würde ich nicht nochmal kaufen von Penny, sondern da finde ich eine andere besser. Aber mit Eis abschließen ist auch geil. Also solche Tage sollte es öfter geben. Ich habe auch schon mal bei minus 10 Grad draußen Eis gegessen, einfach draußen. Eiskonfekt. Ich glaube, davon gibt es auch, glaube ich, ein Foto. Vor allem suche ich immer noch nach der Schokosoße. Vielleicht kennt ihr genau dieses Produkt vom Penny und könnt mir irgendwas dazu sagen, aber ich finde es nicht so geil. Also ich würde es auf keinen Fall nochmal kaufen. Hier im Kern ist aber auch ganz, ganz wenig. Also da müsst ihr richtig gucken. Hier seht ihr das, da ist so ein bisschen Schokosoße mit dabei. Da probiere ich nochmal da schnell, fairerweise, bevor ich mein Video hier abschließe. Nee. Mm-mm. Dann war es das auch heute mit meinem Tag mit Tiefkühlessen. Ich muss sagen, so oll und ja, langweilig die Brötchen auch waren, ich war da ein bisschen positiv überrascht. Also dieses crunchy Gefühl habe ich immer noch so ein bisschen in Erinnerung. Und die Gyoza-Teigtaschen, die waren sehr lecker. Die Zubereitung hatte mich ein bisschen irritiert, aber ich habe es dann doch noch geschafft. Die Gemüsestäbchen finde ich wirklich, ich finde sie fast ungenießbar. Also ich finde sie wirklich nicht lecker. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr sie lecker findet oder vielleicht kennt ihr bessere Alternativen dazu, also zu dieser Marke. Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr den Tag mit mir verbracht habt, beziehungsweise es sind Minuten für euch, für mich war es ein Tag. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht es gut, bis dahin. Küsschen, tschüss. 'Cause I just wanna go.